Herzlich willkommen zu dieser Infosession, bei der es um die Projekte Schaufel und Schweiß und historischer Kleiderschrank geht, die bei Coding Da Vinci Schleswig-Holstein entstanden sind im letzten Frühjahr. Und beide Projekte, also beziehungsweise die vier hier anwesenden ProjektentwicklerInnen, haben im Anschluss an den Hackathon sich um die Coding Da Vinci Stipendien beworben und haben sie bekommen. Und die Stipendien, das sage ich vielleicht in Klammern noch dazu, es gibt vier Stipendien pro Hackathon, das heißt auch für euch hier bei Coding Da Vinci Ost stehen vier Stipendien zur Verfügung, auf die ihr euch mit euren Projekten im Anschluss an die Preisverleihung bewerben könnt. Und ein Stipendium ermöglicht euch 3 Monate an euren Projekten weiterzuarbeiten. Ihr bekommt 3 Monate lang jeweils 1250 Euro und noch ein paar Workshops obendrauf, die wir von der Coding Da Vinci Geschäftsstelle organisieren. Ja, vielleicht so viel dazu erstmal. Ach nein, eins noch. Diese Stipendien können übrigens auch Teilnehmende aus der Tschechischen Republik und Polen erhalten. Das ist vollkommen unabhängig davon, wo ihr wohnt. Ihr könnt euch alle bewerben. So, Werbeblock Ende. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob ihr euch auf eine Reihenfolge geeinigt habt. Gut, dann lege ich die fest. Dann sage ich jetzt erstmal, herzlich willkommen, Laura, Theresia und Martin vom Team Schaufel und Schweiß. Ich würde euch erstmal einladen, euer Projekt vorzustellen. Wie ist es dazu gekommen? Wie war der Weg dahin? Wie steinig und wie schwer? Ich bin sehr gespannt. Bitteschön. Danke, Philipp. Genau, also das sind Laura, Martin und ich, Theresa. Und wir würden euch jetzt gerne unser Projekt Schaufel und Schweiß vorstellen. Wir haben gerade noch ein bisschen technische Schwierigkeiten und müssen schauen, dass wir den Bildschirm teilen können. Ja, sonst kann ich einfach schon mal sagen, genau, also wir haben im letzten Jahr das Coding Da Vinci Stipendium bekommen und haben eine interaktive Website gebaut. Ja, irgendwie klappt das gerade noch nicht mit dem Freigeben des Bildschirms. Wir haben leider diesen Computer vorher dafür noch nicht benutzt. Ja, genau. Das kann ich schon, sonst schon dazu sagen. Also angefangen hat das quasi auch mit einem Hackathon. Also den gab es letztes Jahr für Schleswig-Holstein. Und da haben wir, wir müssen einmal neu leider reingehen in das Meeting. Deshalb würden wir einmal ganz kurz rausgehen und sind sofort wieder da. Dann, Ronja, unterhalten wir uns doch so lange. Ronja, du hast auch bei Coding MT Schleswig-Holstein teilgenommen und du bist in zweierlei Hinsicht ein Paradebeispiel für was Coding Da Vinci alles kann, denn einerseits kommst du gar nicht aus Schleswig-Holstein, sondern hast die Online-Variante genutzt, um dich von wo, ganz woanders, nämlich Düsseldorf. von Düsseldorf aus einzuwählen und du kannst gar nicht coden. Dazu sage ich gleich auch noch was, genau. Dass man Genau. auch ein Stipendium bekommen kann, ohne coden zu können und noch viel mehr. So, wir sind wieder da. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ja, super. Genau. Das ist leider gerade gar nicht so einfach. Wie machen wir denn Folge? Super. Okay, könnt ihr das alle sehen? Super.
Im Moment, also ich kann euren Bildschirm nicht sehen. Oh, okay. Sonst gehen wir mal auf Stoppen. Und jetzt haben wir mal freigeben. Könnt ihr den sehen? Die Frage, der Bildschirm kann nur vom Host und vom Co-Host gesehen werden. Ist das irgendwas in den Einstellungen von Seiten des Hosts? Liebe Technik, könnt ihr vielleicht mal schauen? Ah, ich glaube, jetzt geht's. Versucht's nochmal. So, geht es jetzt? Könnt ihr es jetzt sehen? Jetzt geht's, ja. Jetzt, super. Alles klar, okay. Dann fangen wir jetzt mal richtig an. Und zwar, genau, heißt unser Projekt Schaufel und Schweiß. Oh je. Heute ist irgendwie der Mund drin. Und wir haben eine interaktive Website gebaut über Arbeitergeschichten vom Nord-Ostsee-Kanal. Kann ich jetzt nicht weitermachen? Jetzt, genau. Das war so das Grundthema unseres Projekts. Und da haben wir mit dem Datengeber zusammengearbeitet, den wir auch über Coding Da Vinci gefunden haben. Das war das Maritime Viertel e.V. Das ist ein Verein hier in Kiel, die über die Geschichte des Nord-Ostsee-Kanals Daten und Objekte sammeln und eben auch Fotos. Sie haben auch eine eigene Ausstellung. Und in Coding Da Vinci haben sie einen Datensatz von historischen Fotos vorgestellt. Also das kommt gleich noch. Genau. Und hatten da quasi so einen Index mit Bilddateien, die wir benutzen konnten. Und zusätzlich auch noch unterschiedliche Fakten über den Nord-Ostsee-Kanal, also Zahlen und Daten und so weiter. Genau, wir haben quasi so ein PDF bekommen. Das war im Zusammenhang mit einer Sonderausstellung von dem Maritimen Viertel zum 125-jährigen Bestehen des Nord-Ostsee-Kanals. Und da wurden halt Bilder zusammengestellt mit so Metadaten zum Bau. Also so, es ging darum, wie Menschen gewohnt haben, wie so die Verhältnisse waren. Und es wurde ja schon so ein bisschen auf die Arbeiter der Funkus gelegt. Genau. Da hatten wir dann unterschiedliche historische Fotos, aus denen wir was bauen konnten. Und daraus haben wir uns dann überlegt, okay, lass uns doch eine interaktive Website machen, die den Bau des Nord-Ostsee-Kanals aufbereitet. Daraus haben wir dann ein Ideenboard gemacht, haben erstmal ein bisschen gebrainstormt, was kann man so machen, was gibt es schon für interaktive Websites und sind dann auch auf eine Redakteurin gestoßen oder sie hat es auch zu uns gestoßen. Achso, ja, da haben wir auch ein Storyboard gemacht. Genau. Haben daraus ein Konzept entwickelt, das eben einmal auf den Geschichten von Arbeitern von damals aufbaut, beziehungsweise auch in unserem Fall auch fiktiven Geschichten. Das soll auch nochmal so den historischen Hintergrund des Nord-Ostsee-Kanals beleuchten und eben auch noch Metadaten liefern über den Nord-Ostsee-Kanal und vor allem auch über den Bau eben. Genau, dann haben wir das Ganze in einer Storytelling-Art gemacht. Das hat eben gut funktioniert, weil eine Redakteurin noch zu unserem Team dazu gestoßen ist, von den Kieler Nachrichten, mit der wir kollaboriert haben. Die hat uns quasi diese ganzen Geschichten verfasst. Die haben wir dann mit den Fotos kombiniert und auch noch Illustrationen dazu gemacht. Und das waren dann eben diese drei Komponenten, die wir in unserer Website benutzt haben. Genau, und so wurde sind halt die drei Hauptteile unseres Storytelling-Aspekts. Dann gab es aber auch noch einen weiteren Aspekt der Website, den wir für wichtig fanden. Das waren Infografiken, weil Teil
Datensätze, waren halt auch Metadaten zum Bau. Und dann haben wir halt gedacht, es ist halt schön, einerseits diesen Storytelling-Aspekt zu haben, wo es halt explizit um Geschichten von Arbeitern geht. Daneben wollten wir halt aber auch noch über Daten zum Bau aufklären. Also wo zum Beispiel genauso Arbeiterbaracken waren. Und das haben wir dann halt in verschiedenen Infografiken gemacht. Genau, dann einmal zu der Gestaltung der Website. Da haben wir uns auf eine relativ reduzierte, flache Illustrationsstil geeinigt. Dabei nimmt so das rote Element, so das Guiding-Element durch die Website ein. Also das führt dann quasi so von den Arbeitergeschichten zu den Infografiken. Das könnt ihr gleich am besten auch nochmal selber herausfinden, wenn ihr die Website besucht. Genau, und dann haben wir uns auf ein Farbschema geeinigt und auf die Schriften, die wir benutzen. Genau, dazu sollte man vielleicht sagen, wir sind alles drei Designer. Also wir haben uns in unserem Projekt auch hauptsächlich mit der Ästhetik beschäftigt, aber das ist auch noch ein Punkt, zu dem wir später noch kommen. Genau, und eben weil wir Designer sind, haben wir die Website auch nicht selber gecodet, sondern haben mit Webflow gearbeitet, während der Hackathon noch lief, weil wir einfach nicht die Zeit hatten, uns das dann noch selber zu bauen, und haben dann quasi einen Prototypen mit Webflow gebaut. Und am Ende des Hackathons haben wir dann diese Website präsentiert, die man eben scrollen kann. Und dabei werden unterschiedliche Sachen, da werden die Illustrationen animiert, da werden die Fotos gezeigt und man kann sich diese Texte durchlesen. Und zusätzlich haben wir diese Texte auch noch einsprechen lassen in unterschiedlichen Sprachen. Das waren dann so Sprachnachrichten, die wir dann von Leuten bekommen haben. Und wir hatten dann das Gefühl, aus dem Projekt lässt sich noch mehr machen, also da steckt noch Potenzial drin. Und haben uns deshalb dann für das Stipendium beworben. Das war dann quasi der nächste Schritt unseres Projekts. Und da haben wir uns dann zwei Ziele gesetzt. Und zwar einmal wollen wir, dass die Website auch im Unterricht eingesetzt werden kann oder generell einfach als Bildungsmaterial benutzt werden kann. Und dann wollten wir uns auch nochmal das Coden vornehmen von der Seite. Und dachten, das ist eine tolle Möglichkeit, weil das Stipendium eben auch Coaches zur Verfügung stellt, dass wir da nochmal Unterstützung bekommen als Coding-Laien und da nochmal was reißen können. Und genau, da haben wir dann einmal einen Coach für das Bildungsmaterial bekommen und die hat uns super toll unterstützt, hat uns viel darüber erzählt, wie Bildungsmaterialien funktionieren, und dann haben wir auch quasi so eine Art Begleitmaterial entwickelt für die Seite, das Lehrer frei verwenden können, damit sie die Website auch im Unterricht einsetzen können. Und andererseits haben wir einen Coach für das Coding bekommen, der uns dabei unterstützt hat, die Seite nochmal komplett selber zu bauen, weil Coding Da Vinci eben auch in diesem Open-Source-Gedanken unterwegs ist und wir deshalb dachten, es ist auch schön, wenn wir wirklich auch die technische Seite unseres Projekts nochmal angehen können und richtig durchführen können. Genau, dann haben wir die ganzen Texte auch nochmal im Tonstudio einsprechen lassen. Wir konnten also das Projekt nochmal von der Qualität ein bisschen auf ein anderes Level bringen. Genau. Und letztendlich ist unsere Seite jetzt fertig. Sie ist auch online. Man kann die sich anschauen. Und also es war für uns total toll, irgendwie zu sehen, okay, wir haben im Hackathon so ein Projekt entwickelt. Wir hatten eine Idee. Wir wussten am Ende, was draus werden kann, und konnten dann mit dem Stipendium eben dieses Potenzial dann auch noch umsetzen, wirklich. Und haben jetzt am Ende eben diese fertige Seite, die wirklich auch benutzt werden kann. Die können wir euch auch kurz nochmal zeigen. Oder wir können den Link auch nochmal in den Chat stellen. Genau, wir können nochmal den Link reinstellen. Ansonsten ist es schaufel-und-schweiß.de. Alles zusammengeschrieben. So. Ja, genau. So.
Und ja, dann ist das hier unsere fertige Seite. Es ist empfehlenswert, das an einem querformatigen Screen sich anzuschauen, dann funktioniert es besser. Am besten an einem größeren. Und genau, das ist unsere fertige Seite, die wir dann am Ende dabei herausbekommen haben. Genau, und es lohnt sich, so selber da durchzustöbern und sich vielleicht auch ein bisschen Zeit zu nehmen, die Audios anzuhören. Genau, und sich einmal durch den Bau durchzustöbern. Genau. Und ja, also wie gesagt, das haben wir quasi alles entwickelt aus diesem Datenset von den Bildern und den Metadaten, die wir noch dazu bekommen haben. Und damit ihr das nicht immer nur selbst behaupten müsst, es lohnt sich wirklich, sich die Seite anzuschauen, auch wenn man keine Ahnung und auch null Interesse für den Bau des Nordostseekanals mitbringt. Es ist einfach, es macht total viel Spaß, sich das anzuschauen. Und ihr macht natürlich was mir sehr zurecht kommt, weil ich liebe Infografiken und insofern finde ich diesen Ansatz, Geschichten mit Infografiken zu erzählen, total schön. Und visuell, das ist ja im Chat auch schon aufgetaucht, visuell ist das auch ganz fantastisch umgesetzt, wie ich finde. Und ich hoffe sehr, dass auch euer Unterrichtsmaterial, das ich mir auch schon angeschaut habe, verwendet wird. Da habt ihr einfach so ein paar, also einfach in Anführungszeichen, ihr habt euch kleine Unterrichtseinheiten überlegt, also wie man, welche Übungen man mit Schülern und Schülerinnen machen kann, dass die eine Perspektive einnehmen können und sich selber Geschichten ausdenken und sich hineinversetzen in die Arbeiter des Nordostseekanals. Genau. Ich finde es toll und ich weiß gar nicht, ob wir hier in der Lage sind, uns mit anderen zu unterhalten. Was auf jeden Fall geht, ist etwas in den Chat zu schreiben. Ich gebe das im Zweifel weiter. Aber ich glaube, ihr könnt euch auch einfach... könnt ihr euch auch einfach laut schalten und auch Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt. Genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie gerne oder sprecht einfach gerne. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht später. Ihr seid ja noch bis zum Ende der Session da. Ja. Super. Ich danke euch sehr. Ihr bekommt im Chat noch ganz viel Lob, vollkommen zu Recht. Und dann würde ich jetzt Ronja bitten, uns den historischen Kleiderschrank zu öffnen. Ja. Hallo Ronja, schön, dass du da bist. Hallo. Du kannst gerne gleich loslegen. Ja, ich hoffe, bei mir klappt das jetzt mit dem Freigeben. Könnt ihr es schon sehen? Ja. Perfekt. Gut. Genau, ich habe genau wie die drei anderen auch an Coding Da Vinci Schleswig-Holstein teilgenommen. Ich bin auch Designerin und nicht Programmiererin. Und ich hatte eben die Idee zum historischen Kleiderschrank, wie es dazu gekommen ist. Und so erzähle ich euch jetzt mal ganz kurz. Genau. Am Anfang stand ich, wie ihr vermutlich auch, vor einer Menge Daten. Und habe mich dann gefragt, ja, was will ich eigentlich irgendwie machen? So, und habe mir dann erstmal die ganzen Daten angeguckt und hatte dann irgendwie so vier Favoriten. Ich dachte, ja, okay, die gefallen mir irgendwie alle sehr gut. Und habe dann angefangen, mir die genauer anzugucken. Das waren so die vier, die ich mir irgendwie genauer angeguckt habe und habe dann irgendwie überlegt, ja, was will ich eigentlich damit machen? So, also Daten, die sind alle schön und habe ich überlegt, was könnte ich denn machen? Und dann ist mir eben bei diesen historischen Trachten aufgefallen, ja, irgendwie wäre es ja ziemlich cool, wenn ich die anziehen könnte. Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen zu sagen, hey, es gibt doch Augmented Reality und damit könnte ich doch
die Kleidung auf mich selbst projizieren. Genau, und das war dann irgendwie so praktisch die Geburt von meiner Idee, dass ich mir so gesagt habe, das würde ich gerne in einem Hackathon irgendwie umsetzen. Ich bin aber eben Designerin und, achso, kommt noch eine andere Seite. Einmal noch, genau, das waren die Daten, da seht ihr, das sind einfach so Zeichnungen gewesen von historischen Trachten und die wollte ich eben gerne mit AR erlebbar machen. Genau, so. Dann habe ich diese Idee, die ich hatte, präsentiert während des Kickoffs, also genau wie ihr das jetzt vermutlich gemacht habt, und gehofft, dass ich einen Programmierer finde oder eine Programmiererin, weil ich eben selbst nicht programmieren konnte und AR jetzt auch nicht das Einfachste, glaube ich, ist, als erstes zu programmieren. Und dann habe ich praktisch, also den Sonntag vom Kickoff, habe ich sehr viel damit verbracht, zu versuchen, jemanden zu finden, der Lust hat, das Projekt mit mir zu machen. Ich habe auch jemanden gefunden, der Lust hatte, irgendwie mitzumachen. Das war Roman. Der hat Sport und Pädagogik studiert und konnte auch nicht programmieren. Aber der konnte mir anders helfen. Das war auch sehr schön. Nur genau, wir standen immer noch vor diesem Problem, dass wir keinen Programmierer oder keine Programmiererin hatten. Und dann habe ich halt überlegt, ja, okay, vielleicht muss ich den Leuten irgendwie noch klarer machen, was ich mir vorstelle, was ich irgendwie machen möchte. Und bin dann auf die Idee gekommen, ich könnte ja einen Instagram-Filter machen. Da gibt es ja auch AR. Und das ist aber so, dass man dafür nicht unbedingt programmieren können muss. Und habe dann praktisch so einen ersten Instagram-Filter noch am Sonntag erstellt, um den Leuten einfach zu zeigen, was ich machen möchte. Und die Hoffnung gab, dass ich so jemanden finde. Hat auch nicht geklappt. Aber da hatte ich dann plötzlich die Idee, dass ich gedacht habe, hey, das ist ja total cool. Ich kann ja einfach diese Instagram-Filter erstmal machen. Und einfach das weiterverfolgen. Genau, und das haben wir uns halt gesagt, ja, ich mache diese Instagram-Filter, ich kann so meine Ideen visualisieren und man kann irgendwie schon was Erlebbares machen mit den Daten und dann gucken wir danach einfach mal weiter. Dann, was haben wir während des Sprintes dann gemacht? Roman hat viel einfach Daten rausgesucht, also weil wir auch andere Daten vielleicht verwenden wollten. Also das MKGH in Hamburg war noch Mitarbeiter, die hatten noch Kleidung. Und die Lübecker Museen hatten auch noch ein paar Masken, die wir irgendwie benutzt haben. Genau. Und er hat noch versucht, wir haben einfach ganz viel Sachen versucht, über so einen App-Baukasten was zu machen. Das hat aber auch nicht so ganz so gut funktioniert. Aber genau, dafür ist so ein Hackathon ja auch irgendwie da. Einfach mal ausprobieren. Genau. Und ich habe eben einen Click-Dummy erstellt, also damit man schon mal gucken konnte, was kann ich denn irgendwie. Also wie soll das Ganze aussehen? Wie würde ein Programmierer oder eine Programmiererin das dann weitermachen? Eben diesen Click-Dummy hier erstellt. Und diese Instagram-Filter. Hier ist mal ein Video. Genau, so sah das dann aus. So, und ich glaube, jetzt, wenn ich runtergehe, ja, leider funktioniert das hier nicht so gut. Ich muss das einmal kurz schließen und wieder öffnen, weil sonst habt ihr die ganze Zeit das Video davor. Genau, und dann haben wir eben den Sprint über das immer weitergemacht und dann beim Ende des Sprintes war unser Ergebnis eben dieser Click-Dummy und andere Sachen, das könnt ihr euch kurz angucken. Und ihr müsstet mir einmal kurz sagen, das ist übrigens Roman, der das mit mir zusammen gemacht hat. Hört ihr den Ton? Der historische Kleiderschrank. Ja. Eine Augmented Reality App von Ronja und Roman. Wir haben für unsere App die historischen Trachten und Uniformen aus dem Grafikbestand der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek benutzt. Mit der App wollten wir erreichen, dass die BesucherInnen nicht nur die Trachten auf Papier sehen können, sondern diese auch erleben und selbst anprobieren können. Nachdem der Ladebildschirm angezeigt wird, wird der Besucher auf eine Seite geführt, wo er durch die ganzen Objekte scrollen kann und sich eben aussuchen kann, für welches Objekt er sich interessiert. Klickt er nun auf dieses Objekt, kriegt er weitere Informationen. Das sind so Sachen wie, zu welcher Kategorie gehört das, in welche Region wurde das jeweilige Objekt getragen, zu welcher Zeit und ähnliches. Zudem gibt es einen kleinen Informationstext und unten weitere Empfehlungen zu ähnlichen Objekten.
suchen BesucherInnen nach bestimmten Objekten, Objekten einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Region oder eines bestimmten Museums, können Sie dies über die Filteroption tun. Hier werden dann nur noch die jeweils zutreffenden Ergebnisse angezeigt. Hat man nun ein geeignetes Kleidungsstück gefunden, was man gerne austesten möchte, kann man auf den Button anziehen, klicken und wird direkt zur AR-Funktion weitergeleitet. Hier kann man das jeweilige Kleidungsstück dann virtuell anprobieren. Neben dem Click-Dummy haben wir noch mit dem App-Inventor vom MIT versucht, einen App-Prototypen zu erstellen, da wir beide keine Programmierkenntnisse besessen haben. Hierbei handelt es sich um einen Prototypen, den man downloaden kann als App und bei dem man alle Schritte der App einmal durchlaufen kann. Zudem haben wir mit Instagram-Filtern gearbeitet, um den AR-Effekt einmal zeigen zu können. Da man für die Instagram-Filter keine Programmierkenntnisse braucht, konnten wir das einfach umsetzen. Und hier kann man einmal schön sehen, wie das Ganze aussehen würde, wenn es jemand programmiert hat. Wir hoffen, dass wir mit der App historische Kleider brauchen wir nicht mehr. Genau, und da sieht man so ein bisschen, was wir eigentlich hatten, dann am Ende von dem Hackathon. Wir hatten eben diese Sachen, die noch keiner so richtig ausprobieren konnte, außer den Instagram-Filtern, aber wir hatten halt irgendwie eine Idee, ein Konzept und ich wollte das halt auch unbedingt umsetzen. Also es war so richtig, ich saß da und dachte mir so, ja, vielleicht sollte ich doch selbst noch programmieren lernen oder genau, mal gucken. Und es gab ja eben diese Möglichkeit mit dem, ah nee, warte, ich glaube, irgendwie muss ich das hier wieder... Einen Moment. So, ich muss das einmal wieder, das ist mit den Videos leider irgendwie heute ein Problem bei meinem. Genau, weil das Schöne war, wir hatten den Publikumspreis gewonnen. Das heißt, ich dachte auch, vielleicht gibt es ja dann mehr Leute, die das ausprobieren wollen. Und es gab aber irgendwie nicht die Möglichkeit, es erstmal programmieren zu lassen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bewerbe mich trotzdem auf dieses Stipendium, weil ich eben möchte, dass es irgendwann nutzbar wird. Und ich habe mich praktisch beworben, um während des Stipendiums vorzubereiten, dass nach dem Stipendium ProgrammiererInnen das umsetzen können. Das heißt, ich wollte Institutionen gewinnen, die praktisch Lust haben, Geld zu geben, um ProgrammiererInnen zu bezahlen. Ich wollte das Konzept verfeinern, ausarbeiten, genau so Sachen habe ich gemacht. Also ich habe mich praktisch nicht damit beschäftigt, dass das während des Stipendiums fertig ist danach, sondern ich wollte vorbereiten, dass es danach weitergeht. So, dann habe ich dieses Stipendium gemacht. Ich habe währenddessen einen Instagram-Kanal gemacht, einfach um so ein bisschen auch für mich zu zeigen, was man alles damit machen kann und zu gucken, nehmen das Leute an oder so. Ihr könnt ja unten auch, wenn irgendwer Lust hat, der QR-Code führt euch zu einem von den Filtern. Also wer das ausprobieren möchte, kann das gerne machen. Genau, und während des Stipendiums habe ich zum Beispiel, also die anderen haben mir auch schon erzählt, dass man irgendwie Coachings kriegt. Ich hatte halt auch eine Coachin, die mir praktisch geholfen hat, mein Konzept zu verfeinern. Und das, also schon allein dafür hat es sich sehr, sehr gelohnt, einfach weil man jemanden in der Hand hat, der aus dem Bereich kommt, der sich nur mit der eigenen Idee beschäftigt und einem irgendwie Tipps gibt, einem irgendwie erklärt, hey, hier solltest du nochmal drauf achten und man kriegt einfach einen super neuen Input. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Und man lernt unglaublich viel und probiert sehr viel aus. Viele Dinge funktionieren nicht, viele Dinge funktionieren gut. Genau, also es ist auf jeden Fall eine sehr coole Zeit. Also wenn ihr das irgendwie machen könnt, macht es, es lohnt sich. Und ich habe dann praktisch mit der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek, von denen ja die meisten Daten waren, die sind relativ am Anfang auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, also wir würden das alleine machen mit der Förderung. Also wir würden die Förderung stellen, du musst gar keine anderen Institutionen fragen und wir geben das danach für andere Institutionen frei. Das heißt, ich habe am Anfang praktisch mit der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek so einen Antrag gestellt, so einen Förderantrag für Dive-In, das ist so eine Fördermöglichkeit.
die es im Moment gibt. Genau. Und dann war das Stipendium irgendwann vorbei. Ich hatte weiter das Konzept verfeinert und diesen Antrag mitgeschrieben. Und dann kam im Januar die frohe Kunde, dass es halt wirklich weitergeht. Also wir haben die Dive-In-Förderung bekommen. Jetzt sind 2 Programmiererinnen dabei, das umzusetzen. Ich begleite das auch mit. Also ich kriege das alles noch weiterhin mit, habe das aber so ein bisschen abgegeben, weil ich einfach auch nicht so viel Zeit dafür gerade habe. Und Ende des Jahres kann man die Idee, also kann man die App dann aber ausprobieren und wird dann ja fertig sein. Genau, und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und dann hier noch einmal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, sagt gerne Bescheid. Und wer sich den Instagram-Kanal angucken kann, kann einfach den QR-Code scannen. Genau. Vielen Dank, Ronja. Und wie Anne Mühlich im Chat richtig feststellt, ist Dive-In eine Förderung der Kulturstiftung des Bundes im Rahmen von Neustadt Kultur. Das heißt, da hat Corona mal was Gutes bewirkt. Aber das heißt, Ende des Jahres dürfen wir uns auf die App freuen. Und das wird eine mobile App oder wird das... Also wir sind immer noch so, also bei meinem Stipendium, ach, da währenddessen kam so ein bisschen raus, wir brauchen auf jeden Fall was, was am Ort ist, weil viele Leute sich Apps nicht gern runterladen. Wir haben aber auch gesagt, wir möchten eigentlich beide Sachen machen. Also es wird so ein bisschen so Fotobooth-mäßig vermutlich werden in den einzelnen Institutionen und zusätzlich die App geben, die mehr praktisch für unterwegs gedacht ist. Und das ist auch im Stipendium rausgekommen, so der Wunsch an so Tourismusorten. Also wenn man jetzt auf Sylt ist und dann die Sylter Abendtracht irgendwie sich da drin fotografiert und dann die Postkarte schön irgendwie an seine Bekannten irgendwo hinzuschicken, ist, glaube ich, ganz cool. Ja, das ist übrigens auch genau meine Lieblingstracht, die du da erwähnt hast. gibt es denn Fragen aus dem Publikum, das ja zahlreich hier ist, was schön ist? Ihr könnt einfach euer Mikro aufdrehen und Fragen an Ronja ebenso wie an das Schaufel- und Schweiß-Team. Was übrigens auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch im Designstudium lernt, aber der Name Schaufel und Schweiß ist natürlich auch ein Knaller. Das wollte ich nochmal dazu gesagt haben. Ich höre keine Fragen. Falls euch doch noch irgendwas einfällt, was ihr die 4 fragen wollt, ihr findet diese Projekte auf der Coding Da Vinci Website und unter dem Stipendienbereich. Ich gebe euch den Link gleich in den Chat. Und hier ist er. Da ist er. Dort findet ihr auch die Kontaktmöglichkeiten, wie ihr mit unseren 4 Alumni in Kontakt treten könnt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wendet euch gern an sie, sage ich jetzt mal. Ansonsten sage ich euch 4 herzlichen Dank für die Vorstellung. Viel Erfolg für eure Projekte in der Zukunft. Und allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß beim Weiterhacken. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss.